darf ich beide Trainer zu einem kleinen Pressegespräch nach dem, unserem letzten, ihrem vorletzten Spiel der Saison begrüßen. Ich übergebe das Wort natürlich zum ersten Gästetrainer, der Titz. Hier kommt da zum Spiel heute. Ja, bei dem Spiel spiegelt sich das wieder, was die letzten drei Spiele bei uns waren. Das sieht man in der Torzahl. Wir haben jetzt 3 Spiele, 10 Tore heute alleine 4 bekommen. Und auch wenn das vielleicht für den Außenstehenden, wenn er nur das reine Ergebnis sieht, kurios klingt, aber die erste Halbzeit fand ich mir sogar besser im Spiel. Die Einzelmöglichkeiten hatten hinten gut verteidigt. Und machen die nicht, kommen aus der Halbzeit raus, machen dann zwei riesige Brücke, die zum 2-0 führen. Und dann kommt bei uns etwas zustande im Spiel, was nicht in Ordnung ist, was uns jetzt schon seit Wochen auszeichnet, dass wir dann beginnen, das Spiel herzuschenken. In der Form, dass es die Bereitschaft fehlt, vorne gegnerisch anzulaufen, in der es die Bereitschaft fehlt, in die Zweikämpfe zu führen. Und dann verlieren wir hier 4-0, wo dann Kaiserslautern noch richtig gut Konter spielt und uns dann auch hinten heraus aushebelt. Aber das Spiel haben wir woanders heute verschenkt. Vielen Dank. Können Sie einen Kommentar zum Spiel und dann noch zur kompletten Saison? Ja, ich denke, der Gegner von der FC Homburg ist eine Mannschaft, die über eine hohe Qualität verfügt, die sehr viele erfahrene Einzelspieler drin hat, die auch höherklassig schon gespielt haben. Und aus dem Grund muss man fast sagen, ist die Mannschaft nicht von Pappe und steht für mich verwunderlich so weit hinten. Wie gut sie sind, haben sie in der ersten Halbzeit phasenweise angedeutet. Da waren sie wesentlich präsenter, waren sie wesentlich griffiger. Der eine oder andere von meiner Mannschaft war die ersten 20 Minuten noch ein bisschen im Gedanken der Verabschiedung und war noch ein bisschen sentimental, dass jetzt die Saison zu Ende geht. Wir haben dann in einer oder anderen Situation ein bisschen Glück gehabt, das gebe ich zu, aber wir haben uns dann von Minute zu Minute besser ins Spiel reingearbeitet, haben defensiv sehr gut verteidigt und haben vorne immer wieder versucht, Fußball zu spielen. Nach der Halbzeitpause war es dann für meine Mannschaft einfach so, dass wir gesagt haben, wir haben die Chance, 60 Punkte zu holen in der Saison. Wir haben die Chance, den dritten Platz zu holen in der stärksten Regionalliga Südwest. Wenn wir das machen wollen, müssen wir einfach jetzt mehr tun. Die Mannschaft ist dann rausgegangen, hat richtig gebrannt. Ich denke, die zweite Halbzeit war mit einer der besten Halbzeiten überhaupt in der Saison. Wir haben einen fantastischen Fußball gespielt, schnell direkt nach vorne, ein gutes Umschaltspiel, sofort in die Räume und auch wieder eine hohe Effektivität. Und deswegen sind wir natürlich hochzufrieden, wie das Spiel zustande kam. Homburg wünsche ich auch für das letzte Saisonspiel alles Gute, dass ihr einen guten Saisonabschluss habt mit der Mannschaft und euch auch dann eine gute neue Saison in der Regionalliga. Noch Fragen? Sollen wir fassen? So ein kleines Saisonfazit zu? Ja gut, Saisonfazit, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich erstmal ganz herzlich bedanken bei allen, die zu dem Gelingen dieser hervorragenden Saison mitgewirkt haben. Ich sage mal, redet immer von der Mannschaft, aber ich sehe hier meine Mannschaft ums Team rumstehen mit Peter Glöckner, mit Herrn Haas und Herrn Storck. Michel Wasner, Erwin Weiß, Marco, Sven, Willi, das ist die Mannschaft, die einfach die Rahmenbedingungen setzt. Die arbeiten hier mit extrem viel Herzblut für den Verein. Und da sage ich als Trainer herzlichen Dank, das ist überragend, was die hier leisten, was sie hier tun für den Verein. Ich möchte auch Danke sagen an die beiden Vorgänger von mir, an den Alois Schwarz und auch an den Guido Hoffmann, die mir eine sehr gute Mannschaft hinterlassen haben, die gut gearbeitet haben. Und ich sage in dem Sinne einfach vielen Dank, dass ich in so ein gutes Umfeld gekommen bin, Kaiserslautern. Sportlich gesehen war es für die Mannschaft schwer, den dritten Trainer zu verkraften, das muss man einfach mal sehen. Das war nicht einfach. Da muss ich auch sagen, die Jungs haben absolut Charakter, es sind viele richtig gute Spieler drin, die ihren Weg in den Profifußball gehen können. Das ist unser Anspruch und auch unser Weg. Wir sind nicht enttäuscht, dass es nicht geklappt hat mit dem zweiten Platz. Wir sind stolz auf das Erreichte, dass wir in der stärksten Regionalliga den dritten Platz uns erarbeitet haben, erspielt haben, dass wir phasenweise sehr gut Fußball gespielt haben und dass wir vor allen Dingen unabhängig von der Tabelle unseren Ausbildungsauftrag erfüllt haben. Und das ist das, was uns heute stolz macht und zufrieden macht. Und wir sehen die Saison als mehr als gelungen. Ja, vielen Dank. Tobi, vielen Dank.